So, was haben wir denn noch so? Sonst haben wir eigentlich nichts dabei. Wir haben Staub dabei. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Okay, ja gut, Staub hatten wir schon mal. Irgendwie muss ich auch gerade die ganze Zeit husten. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Stimmt, das war ja der erste Deine-Mutter-Witz. So, dann das da. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Eine Mutter. ja, okay. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Mutter. ja. Okay. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Eine Mutter. okay. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Eine Mutter. ja, okay. Okay, was haben wir jetzt hier? Sonst haben wir nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal zur Rezeption. Moment, so ein Häs, sonst haben wir hier nichts mehr. Moment mal, kann sein, dass hier vielleicht irgendwelche Puzzleteile irgendwo rumliegen. Was ist das da? Ist das einfach nur Dreck auf dem Bildschirm? Nee, das ist irgendwas. Hallo, da? Da ist doch irgendwas. Na gut, dann halt nicht. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Ja, haben wir schon mal gehabt. Ah, der Gasthaus Nummer 5. Wollen Sie etwa schon wieder auschecken? Was? Nein. Die Wette hätte ich dann wohl verloren. Ja. Nee, sonst hat er nichts zu sagen. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Hallo? Ach, da ist der Cursor. Der geht irgendwie teilweise immer mal wieder weg. So, ach genau, können wir eigentlich den Schlüssel mit dem Ding hier kombinieren? Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und übermenschliche Immunkräfte gegen Krankheitserreger aller Art. Ja, das stimmt. Rezeptionist. Den Schlüssel gebe ich nur ab, wenn ich dafür auch etwas zurückkriege. Meinen Geruchssinn zum Beispiel. Okay, gut. Hierfür brauche ich und übermenschliche... Okay, gut. Machen Sie ja eigentlich jemals sauber? Vielleicht. Noch ist die Welt ja nicht untergegangen. Was ja morgen durchaus passieren könnte. Stimmt. In dem Fall wohl nicht. Nein. Okay. Gut. Okay. Korkenzieher. Was haben Sie da? Gehört das nicht zum Hotelinventar? Was? Ach so. Das? Keine Sorge. Behalten Sie es einfach. So habe ich es immerhin auch vom Vorbesitzer bekommen. Ach so, okay. Hierfür brauche ich... Ja, ist ja gut. Salzstreuer. Hierfür und üben. Ja, ja, okay. Was haben Sie da? Gehört das nicht zu... Was? Ach so! Keine halten Sie. So habe ich es im... Ja, okay, gut, okay. Dann nehmen wir halt mal den Pfefferstreuer noch dazu. Was haben Sie da? Gehört das... Ach so! Keine halten Sie. So habe ich es im... Ja, okay, gut. Hatten wir auch schon mal. So. Haben wir sonst noch was? Nope. Gut, gehen wir wieder raus. Mehr können wir hier wahrscheinlich nicht machen. Oder Moment mal, gehen wir mal kurz rein. So, gehen wir dahin. Können wir eigentlich den Staub... Ach nee, die Mutter, die haben... Mit der Mutter haben wir das Ding ja schon benutzt. In der Kaffeemaschine. Können wir da vielleicht den Schlüssel reinstecken? Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich keinen Kaffee. Und praktischerweise gibt es hier keinen Kaffee. Zeit für die nächste Phase. Gut, sehr schön. Dann Staub. Für die aktuelle Phase und praktisch Zeit für die... Okay, das ist wahrscheinlich eine generische Reaktion. Für die aktuelle und Zeit für... Gut, okay. Für die aktuelle und Zeit für die... Okay, gut. Versuchen wir es nochmal vielleicht mit dem Pfefferstreuer? Ich weiß nicht. Für die aktuelle Phase und praktisch Zeit für die... Gut, okay, doch nicht. Können wir hier irgendwas machen? Gibt es hier irgendwas zu sehen? Irgendwas, was wir mitnehmen können? Irgendein Puzzleteil oder whatever? Gehen wir mal hier raus und dann gehen wir wieder da lang. So, ich würde mal vorschlagen, da kamen wir ja her. Da waren wir jetzt drin. Dann gehen wir einfach mal... Gehen wir einfach mal dahin. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen
Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumba, nein. Verdammt. Okay. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Okay. Okay, den Kleiderbügel. Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Nicht nachmachen. So, was ist denn hier unten? Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Irgendwie, wenn er diese komische, mysteriöse Wäschesekte hockt. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Ich glaube, Rufus erzählt aus seiner Kindheit. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Entschuldigung. Hum. Verdammt. Okay, haben wir schon. Dann lassen wir mal Poki zu Bord kommen. Hum, hum, kumbaya. In diesem Screen komme ich auch ja mal zu Wort. Und zwar bin ich der ganz Rechte in der Wäschesekte. Man sieht es gar nicht. Aber da stecken ja fast nur die Deliks unter den Kapuzen. Was nicht heißt, dass wir jetzt einer Sekte beigetreten sind. Aber wir nehmen natürlich unseren Job sehr ernst. Ganz links, das ist natürlich unter der Kapuze der Gunnar Bergmann. Seines Zeichens Lead-Animator im Deponia-Team, auch schon vorher bei Harveys Neue Augen. Und natürlich gern gesehenes Mützenmodel und natürlich auch Synchronsprecher. Seine Stimme ist häufig zu hören, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt an irgendeiner früheren Stelle. Er spricht ja unter anderem im zweiten Teil die Bedienung am Mac-Thulu-Stand. In der Mitte, also rechts daneben, das ist Ben unter der Mütze. Der Ben, der ist einer unserer Loka-Spezialisten. Also der kümmert sich um alles zum Bereich Übersetzung und Vertonung. Das heißt, er sitzt an den ganzen Texttabellen, die ich immer anfertigen muss. Und das sind ja riesige Texttabellen. Und muss die dann zu Übersetzern schicken und über die Übersetzung rüber gucken und die bewerten. Und dann die wieder zurückschicken und die übersetzten Dinger an noch andere Übersetzer schicken und die auch wieder einsammeln. Und damit das schneller geht, hatten wir ihn dieses Mal mit im Studio, damit er mitstenografieren kann, was die ganzen Änderungen anbetrifft. Und da muss man nochmal im Nachhinein, muss ich mich jetzt nochmal bei Ben entschuldigen. Entschuldigung, Ben. Ich hätte ihm natürlich im Vorfeld sagen müssen, dass Monty ein großer Fan des freien Redens ist und gerne mal den ein oder anderen Satz verfälscht. Und das erreicht Ausmaße, dass er tatsächlich es eigentlich als persönliche Niederlage sieht, wenn er irgendeinen Satz, den ich vorher geschrieben habe, komplett genau so gesagt hat, wie er da auch steht. Das empfindet er als, dann hat er versagt in seinen Ohren. Also muss er halt mindestens irgendwie zwei Worte vertauschen, verdrehen oder ein Wort durch ein gleichbedeutendes Wort austauschen oder am Schluss noch irgendwelche Faxen hinterher schieben, die halt in der Originalversion nicht mit drin sind. Am Anfang, beim ersten Deponia, habe ich mich übrigens immer noch dagegen gewehrt. Da wollte ich immer noch, als das alles möglichst wörtlich kommt. Aber mit der Zeit habe ich das aufgegeben. Es war einfach zu viel. Wer da rechts unter der Kapuze ist, das weiß ich gar nicht mehr. Ganz rechts bin ich. Aber da ist noch jemand unter der Kapuze. Verdammt, wer ist das? Kann man jetzt nicht mehr nachgucken, wa? Jetzt ist im Spiel. Ja, gute Frage. Keine Ahnung, wer da alles unter den Kapuzen steckt, aber könnte auch sein, ich weiß gar nicht, wie viel er aufgezählt hat, aber es könnte auch sein, weil es sind ja auch Smudo und Gronk haben ja da auch wieder eine Rolle. Ich weiß aber nicht, wo. Es könnte durchaus sein, dass einer von denen auch irgendwo hier bei dieser Wäschesekte dabei ist.
Weiß man nicht. Sehen wir dann nachher in den Credits. Also ganz am Ende halt. So, schauen wir mal hier rein. Was sagt denn die mysteriöse? Entschuldigung. Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Könnte sein, dass der Gronkh dabei ist. Aber das finde ich irgendwie ganz geil. Hier, da diese komische Stuhldinge, irgendwas Hitzedingens. Das ist auch irgend so ein Ding von der Waschmaschine, keine Ahnung. Das sieht aus wie eine Steckdose. Das ist ein Bügeleisen, das hat auch was mit der Waschmaschine zu tun. Das ist irgendwie so eine Zeitanzeige. Gut, okay. Gut, mehr gibt es hier ja offensichtlich nicht. Dann würde ich mal vorschlagen und nachschlagen und zwischenschlagen auch, dass wir hier mal rausgehen. So, jetzt haben wir das da unten abgeackert. Toilettentür. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Okay, gut, dann gehen wir da rein. Stimmt, im zweiten Teil hatten wir ja auch eins. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhö. Temporaldiarrhö? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Okay. Aber das mit dem Thema Zeitreisen kommt mir gerade aus dem vierten Deponia-Teil, den ich als Let's Play beim Gronkh gesehen habe, bekannt vor. Na gut, aber eine Anspielung kann es ja schlecht sein, weil der Teil kam ja vorher raus und der vierte Teil war da überhaupt nicht geplant. Na gut, haben wir sonst noch was? Nee, die haben wir alle gehabt. Also würde ich mal sagen, gehen wir da rein. Ja, okay, das ist ihr Zimmer. Wo geht das hin? Ins Unbekannte, Zimmertür, Schrank. Zimmertür. Ja, da hinten geht es irgendwo rein. Da eine Zimmertür, noch eine Zimmertür. Gut, lassen wir einfach Poki zu Wort kommen. Wer kennt und liebt sie nicht, die alten Benny Hill-Folgen? Ebenfalls symptomatisch für Verwechslungskomödien sind Flure mit sehr vielen Türen. Und ich hatte mir schon immer gewünscht, daraus ein Minigame zu machen, in dem halt die Charaktere wie bescheuert über die Flure jagen und halt von einer Tür in die nächste müssen. Möglicherweise kommt ihr im späteren Verlauf dieses Kapitels noch in den Genuss von so einer Szene. Als ich das geprototyped habe, weil ich natürlich auch erstmal gucken musste, funktioniert das überhaupt, hatte ich übrigens da den Fatboy Slim Remix von dem Beastie Boys Song Buddy Moving drunter. Und es war sofort lustig. Ganz schlechte Charaktere, die konnten noch nicht mal laufen. Insbesondere meine Donna, weil das war noch bevor der zweite Teil, also bevor Chaos of Deponia erstellt wurde. Das heißt, ich wusste noch gar nicht, wie Donna aussieht. Oh, das habe ich möglicherweise schon verraten, dass sie hier in diesem Kapitel auftauchen könnte. Egal, auf jeden Fall habe ich eine Donna gezeichnet gehabt, die ganz besonders hässlich war. Ich wusste ja nicht, wie sie aussehen würde. Hatte auch noch nicht so richtig die Rolle, die sie spielt, über ihre Chefheit des unorganisierten Verbrechens hinausgehend, und weil ich sie halt immer wie so eine debile Untergrundorganisationsanführerin angelegt hatte, dachte ich, ich stecke sie Untergrundsanführermäßig in ein rotes Lackkostüm, das sie allerdings viel zu groß war, also wo halt schon so vorgeformte Brüste an dem Kostüm dran waren. Und natürlich ein großer Ausschnitt. Das Blöde war nur, dass die von mir gezeichnete halt hässlich war, also zusätzlich zu debil auch noch hässlich. Und okay, auch außerdem halt überhaupt keinen Vorbau verfügte. Das heißt, dass diese Hartplastikschalen in dem Kostüm das so aussehen sollte, wie halt man es erwartet von irgendeiner sinisteren Untergrundsanführerin, komplett leer blieben und sie da drin saß wie in einer Badewanne. Das war eigentlich eine hervorragende Skizze und schon das allein sah so bescheuert aus. Genau, und dann zu Buddy Moving quer über den Flur. Buddy Moving, ey, Buddy Moving. Hatte mir übrigens damals das Beastie Boys Album gekauft, nur wegen dem Song, und war dann sehr enttäuscht, dass da nicht der Fatboy Slim Remix drauf war, sondern nur die sehr nüchterne Plain Version, wo nicht diese albernen Beats drunter waren, die ich doch am meisten an dem Lied mochte. Schade.
Aber das mit den Benny Hill-Folgen erinnert mich gerade schon an Gronkh. Ich glaube, das ist gut, da sind wahrscheinlich auch die ein oder anderen Anspielungen drin. Weil die kennen sich ja gut, das ist der Poki und der Gronkh. Da geht's so raus, da geht's zu den drei Fragezeichen. Da geht's auch zu den drei Fragezeichen. Eine Zimmertür. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn! Ey, elf mich nicht nach, du! Moment mal! Der Seher. Ich kenn dich! Du bist... sehr beschäftigt. Nein! Du bist das Pfeifenkopfmännchen! Der Wahrsager aus Porta Fisco! Bin ich nicht. Oh, du lügst! Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Okay. Okay. Nett. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber als ich die Stimme gehört habe, dachte ich mir schon, okay, das wird der sein. Oder irgendeine Anspielung auf Satinavs Ketten. Weil da gibt es auch nämlich einen mit der Stimme. Das ist dieses Augentier. Das ich weiß nicht, ob ihr Satinavs Ketten kennt. Schaut zur Not mal beim Balthasar da vorbei. Ich werde ihn euch dann auf YouTube dann in der Beschreibung verlinken. Auch ein ganz netter Kerl. Macht auch Minecraft. Und macht auch mal gelegentlich an. Hat, glaube ich, auch schon Satinavs Ketten gemacht und dann noch, glaube ich, Assassin's Creed oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Na egal. Weiter hier im Text. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Okay. Hast du etwa vor, zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Okay. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, den Eindruck, dass da unten ein Schnabeltier liegt, oder? Kann das sein? Ne, schau mal nachher. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich hab nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte gefunden. Genau. Und der Zerstörer, willkommen durch diese Türe? Hippo der Zerstörer, König der Komödianten, da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres, er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bippo, 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 hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Louis? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Okay. Aber das zum Thema des Tragen des Zeichen des Zerstörers. Ist das eine Anspielung auf Ghostbusters? Da ist auch irgendwas mit dem Zerstörer. Aber könnte auch irgendeine Anspielung auf Offenbarung des Johannes aus der Bibel sein. Da ist ja auch irgendwas mit Zerstörer und bla 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 drin. Naja, habe ich mal irgendwann so ansatzweise gelesen, war aber halt total bekloppt. Aber trotzdem auch interessantes Buch. Also Bibel kann man auch durchaus mal als spannenden Roman lesen. Es passiert sehr viel. Es ist manchmal von der vom Schreibstil her so, naja, aber insgesamt eigentlich ganz geil. So. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug »Das Ende ist nah« eingenäht? Die meinen das Ende... der Frühbucherperiode. Ach so. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menetekel. Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum. Ich weiß nicht, von wem du redest. Ja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf dem Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Okay.
Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Okay. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Hä? Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau. Man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart. Um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Gute Frage. Aber zum Thema Schicksal und so, das erinnert mich jetzt echt an Satinavs Ketten. Da heißt es ja auch, du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Das sagt zwar da, wie heißt da nochmal der Typ? Der Seher, genau, der Seher. Also nicht der Seher von Asterix, sondern der andere Seher. Ja genau. Aber da gab es auch schon im vorherigen Teil ein paar Anspielungen auf Satinavs Kettensäge. Genau. Chainsaw Satina heißt im englischen Original. Also heißt, nicht im englischen Original, aber im englischen heißt dann halt Chainsaw Satina. Also heißt das Spiel heißt Chains of Satina, also Satinavs Ketten. Und das klingt halt irgendwie wie Kettensäge oder sowas. Chainsaw heißt ja Kettensäge. So, Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen. Kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Okay. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein! Ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht? Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Okay. Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur okay. Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Okay. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Okay, gut.